Hallo du. Hallo du. Ja, du Flo, was ist eigentlich 2024 so Besonderes bei unserem Jugendbüro? 2024 ist ein Wahljahr und wir haben da was vorbereitet. Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir ein bisschen schauen, wie das hier mit der Demokratie so funktioniert. Erste Frage, warum gehen wir eigentlich wählen? Naja, schlussendlich gehst du vielleicht in die Uni oder noch in die Schule oder hast einen Job und du kannst natürlich nicht alles selber für dich sprechen. Deswegen wählen wir in einer Demokratie vertretende Menschen, die in unserem Namen unsere Anliegen vertreten, in den Parlamenten. Okay, aber da wäre es schon ganz gut, wenn man sich vorher natürlich gut darüber informiert, auch wer vertritt denn meine Meinung auch. Ne? Also das. Nächste Frage, wer wählt denn eigentlich? Also wählen dürfen alle Menschen, die einen deutschen Pass haben. Ja, den habe ich auch. Wer noch? Und es dürfen auch Menschen wählen, die in der EU Bürger sind, die in der EU leben. Wie jetzt alle EU-Bürger dürfen jetzt gemeinderatlich Zarten wählen? Nein, also du musst schon 3 Monate hier vor Ort deinen festen Wohnsitz haben. Alles klar, habe ich verstanden. Und ab wie vielen Jahren? Ab wie vielen Jahren darf ich ran an die Wahlurne? Und jetzt wird's richtig gut. Seit kurzem darf man sich wählen lassen, wenn du 16 Jahre alt bist. Und natürlich auch wählen, wenn du 16 Jahre alt bist. Ja, und das finden wir natürlich super gut, weil einfach hier junge Menschen hier mit einbezogen werden. Super. Und wie das alles funktioniert mit der Wahl und dass das frei und fair abläuft, da haben wir uns natürlich jetzt einen Experten oder 2 Experten gesucht, nämlich die Frau Waldvogel und den Herrn Arndt. Und da gehen wir jetzt mal hin. Und die machen das für uns hier in Kirchzarten. Und jetzt sind wir hier im Ordnungsamt beim Herrn Arndt. Hallo Herr Arndt, hallo. Sie sind zuständig für die Wahlen. Wie sichern Sie uns hier in Kirchzarten eigentlich faire und freie Wahlen zu? Wie läuft es? Frei heißt ja, dass der Wähler, er hat ein Wahlrecht, er darf wählen, er muss schon mal nicht. Die Wahl findet auch so transparent statt, wie nur irgend möglich. Die Vorarbeiten sind schon losgegangen bei uns, also wir haben schon neulich die Sitzung des Gemeinderates gehabt, der den Gemeindewahlausschuss gewählt hat. Okay. Das ist schon mal das Gremium, das für die Wahldurchführung verantwortlich ist, auch sichert, dass das fair und frei alles abläuft. Darüber wacht, dass die Auszählung öffentlich ist, dass entsprechende Veröffentlichungen auch stattfinden etc. Und der weitere Verlauf wird jetzt dann demnächst sein, dass die Wahl ausgeschrieben wird. Das heißt, wenn die ausgeschrieben ist, dann können auch die Parteien, die Gruppierungen ihre Bewerberlisten aufstellen bzw. dann einreichen. Und dieser Gemeindewahlausschuss, der wird dann über diese Wahlvorschläge entscheiden und die dann prüfen und zulassen. Ja, dann sage ich mal vielen Dank, Herr Arndt, dass Sie sich darum kümmern, dass hier in Kirchzarten faire und freie Wahlen stattfinden.